Das ist die Ein Zuhause für alle Show. In der Technik heute Cedric, Ludwig, Patric und Amar. Und unser Gast heute, direkt aus Mainz, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Christian Baldau. Und hier ist er, Ihr ganz persönlicher Wolkenhimmel an einem verregneten Tag, Jürgen Hellmann. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search go. Amaha. Herr Al-Sayed. Ja, was denn? Hallo. Ding Dong, die Hex ist tot. Es ist Zeit. Für was? Die Show. Herr Hellmann, kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ich habe bei der letzten Show gesagt, ich mache beim nächsten Mal nicht mit. Das war vor Respekt fürs Theater nur. Deshalb habe ich letztes Mal mitgemacht. Ich mache heute nicht mit. Was? Zieh bitte das alleine durch. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Amma, doch, bitte. Doch. Amma. Nee. Amma, jetzt hör doch mal. Wirklich, Amma. Wirklich, du bist der wichtigste Mensch in der ganzen Show. Ohne dich können wir diese Show überhaupt nicht. Es ist uns unmöglich, in irgendeiner Form diese Show zu reißen. Und das insbesondere heute, wo doch Herr Balde aufkommt. Aber ist das dein Ernst? Ja, ohne dich geht's nicht. Und warum schreist du mich immer so halt so laut an? Naja, es ist halt so, wir haben nur noch 2 Minuten. Okay, Herr Hellmann. Bist du dabei? Abstand halten und runtergehen, bitte. Ja. Wenn Sie was gelernt haben, die Araber, dann Abstand halten und runtergehen. Hast du gesagt, der Baldauf kommt heute? Wer kommt? Der Baldauf. Was, der Baldauf kommt heute? Das hast du eben gesagt. Ja, das stimmt. Herr Baldauf kommt. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich bin wirklich sehr gespannt. Naja, ich meine, keine Ahnung. Der Kerl hat ja zurzeit Wahlkampf. Interessant wird schon. Und Politiker, das haben wir ja schon gemerkt, die reden ja auch gern mal viel. Da muss man sich schon gut überlegen, dass man da irgendwie Zug reinkriegt. Wie viel Uhr haben wir denn? Ja, jetzt ist genau 19.59 Uhr und 34 Sekunden. Das heißt, er steht vielleicht halt schon vor der Tür. Ja, ich sehe ihn sogar schon da stehen. What? Oder zumindest auf die Tür zugehen. Ich wink ihm mal zu. Eieieiei. Bin ich mal gespannt. Ich hab's, Hellmann. Oh mein Gott. Los, los! Ja. Meine Damen und Herren, liebe Leute zu Hause, dreht durch. Haut mit euren Patsche-Händchen zusammen oder mit eurem Kopf gegen die Wand. Einfach, dass euer Nachbar laut hört, dass ihr uns schaut gerade. Denn hier ist er. Hier ist der Mann, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag in Rheinland-Pfalz. Hier ist, meine Damen und Herren, Christian Baldauf. Hallo. Ja, Sie sollen jetzt. Kommen Sie doch rein. Guten Tag, soll ich reinkommen? Wie schön. Guten Tag. Und nehmen Sie Freut doch auch mich. Platz. Hallo. Hallo. Wir machen das mal anders. Ich bin der Christian, ja. Oho. Ging das? Ich habe ja normalerweise denke ich ja immer, es ist ja so, dass ich habe immer den Grundsatz, dass man Politiker prinzipiell sieht. Den habe ich nicht. Ja gut, das wäre ja bei Ihnen auch schwierig. Sie haben ja hauptsächlich mit Politikern zu tun. Boah, das kommt drauf an. Manchmal bin ich ja auch hier bei euch. Ja. Es ist ja leider im Moment nicht möglich, aber ja, ist ja vieles nicht möglich. Ja. Jetzt machen wir heute Abend ein Bier-Tasting am Automat, also was man nicht alles sich einfallen lässt, unvorstellbar. Ich habe eine Frage zu dem Automaten. Ja. Wie darf ich mir das vorstellen? Es gibt einen Bierautomat, an dem man dran geht? Nein, ich habe den Computer gemeint. Ach so. Also wir haben jetzt über das Land hinweg halt ein paar Biere zusammengezogen. Ja. Wir haben ja ein paar. Gut, wir trinken ja hier mal eher mehr Wein, aber ja, jetzt gucken wir heute Abend mal, dass wir auch die Biere aus Rheinland-Pfalz mal probieren. Unbedingt. Meine Damen und Herren, an der Stelle ist es für mich immer wichtig zu sagen, wirklich die Privatbrauerei meiner Meier aus Ludwigshafen immer zu empfehlen, wir schenken die aus. Das Bier ist auch dabei. Pfalzstoff ist ja super. So, deshalb. Ja? Deshalb ist es an der Stelle für uns immer wichtig zu sagen, dass man das unbedingt auch mal trinken sollte. Um das kurz nochmal zu klären, daher kommt irgendwie immer der Punkt, dass ich mir immer gesagt habe, als Künstler, egal
wie nah man sich ist, sagt man besser dann immer Sie zur Politik. Ja, ich merke gerade, er traut sich da nicht. Dann lassen wir das beim Sie. Machen wir das. In diesem Sinne, Herr Baldauf. Hey, das klingt komisch. Nein, komm. Also wir sind jetzt im Frankenthal. Ja. Ich glaube, die Hälfte der Frankenthaler nennt mich mit Vornamen. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Also okay. Wir machen es so, ich nenne Sie. Sie können Sie mich ja Herr du. Professor nennen und dann so. Sage genau. ich zu ihm, ja, da ist wenigstens Herr einer, Christian. Der mal den ich könnte hat. Herr Christian sagen. Das finde ich gut. Sehr gut. Herr Christian, Folgendes. Ich habe 12 Fragen vorbereitet. Die Idee geht folgendermaßen. Ich habe demnächst gemerkt, oder was heißt demnächst? Wir hatten verschiedene Gespräche mit Politikern, unter anderem mit Theo Wieder. Ja. Und da ist mir aufgefallen, für ein Gespräch, was insgesamt 50 Minuten ging, habe ich 5 Fragen gestellt. Ja. Und da haben wir uns dann gedacht, wir müssen ab jetzt immer aufpassen, wenn Politiker kommen, dass wir von vornherein Sachen machen, dass wir sagen, kurz antworten. Und da haben wir uns was überlegt, nämlich wir machen 12 Fragen. Und ich bitte Sie dann immer in so ungefähr einer halben Minute zu antworten auf diese Frage. Das mache ich, Herr Professor, weil sonst ist es ja für die Leute auch langweilig. Ach, Herr Christian, das ist ja, das kriegen wir schon hin, Herr Professor. Das ist toll. Ansonsten, Herr Christian, ist es so, dass ansonsten, wenn die halbe Minute um wäre, ja. würden Sie dann schon mal folgendes Geräusch hören. Und dann bitte ich Sie, langsam zum Punkt zu kommen, Herr Christian. Das wäre großartig. So können wir das machen. Vielleicht muss ich ja gar nicht klingeln. Das mag natürlich auch sein. Ja, mal gucken. Man hat mir vorher gesagt, es wurde von Willy Brandt wohl schon. Berichtet, dass ja. Wenn man ihm gesagt habe, fürs Fernsehen, wir brauchen genau 1 Minute 32, ja. dann hätte er dann auch 1 Minute 32 gesprochen. Ja, das glaube ich sogar. Üben Sie weil sowas? Weil eine gewisse... Ach, man, durch diese Zeit jetzt... Man macht ja jetzt so viele Facebook-Filmchen und ja. sowas und... Da kriegst du dann gesagt, die Aufmerksamkeit ist maximal 20 Sekunden. Und überhaupt, dass sich einer 20 Sekunden anschaut, muss es in den ersten 5 Sekunden schon rappeln. Ja. Und noch früher in der ersten Sekunde sowas richtig Gutes kommen. Ja, das ist halt so. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja immer so. Wenn, ja. Wie wir uns das erste Mal gesehen haben, der erste Blick entscheidet. Immer so. Ja, da haben Sie recht, Herr Christian. Absolut. Gell, Herr Professor? Und deshalb, vielen Dank. Ja. Ich habe 20 Fragen vorbereitet, die sind sehr unterschiedlich. 20, waren doch vorher 12. 12. Meine Damen und Herren, das sind Fake News und live aufgedeckt. Ich dachte, seit vorgestern sei das rum mit den Fake News. Von Herrn Christian, ich übernehme das hier. Ach so, okay. Ich bin in Frankenthal da jetzt für zuständig. Ich habe 12 Fragen mir überlegt, für 20 hat es auch nicht gereicht. Ja, ganz ehrlich, da hat es vom Intellekt her überhaupt nicht gereicht bei mir. Klingelt es hier eigentlich auch, wenn der Herr Professor länger redet? Oder nö, nö. Also alles okay. Gut. Die Spielregeln sind klar verteilt. Also, das... Wenn ich an der Stelle Folgendes sagen darf, Herr Christian. Ja, bitte, meine Herr größte Schwäche ist, dass ich viel zu lange rede. In diesem Sinne, los geht's. Erstes Spiel, quasi erste Frage. Wer mit 20 nicht Sozialist ist, der hat kein Herz. Wer mit 40 Jahren noch einer ist, hat kein Hirn. Das soll angeblich Winston Churchill gesagt haben. In diesem Zusammenhang habe ich folgende Frage. Wie kommt es, dass Sie mit 16 in die CDU eingetreten sind? Ist die Zeit schon rum? Nee, erst wenn Sie anfangen zu reden. Ach so, okay. Ja, gut, aber die Zeit läuft ja trotzdem. Ja. Also ich bin da eingetreten, ich komme aus der katholischen Jugend. Der Theo Wieder war mal sogar mein Lagerleiter, da konnte ich ihn aber nicht leiden. Also Lager klingt jetzt ein bisschen blöd, aber bisschen. Das hat damals, also, ja, so, muss ja auch mal, hieß ja so. Und ich habe mich für Politik interessiert, ab Anfang der 80er Jahre. Das war so die Wahl Jimmy Carter, Ronald Reagan, nicht mal in Deutschland. Ja, und dann fand ich damals den Helmut Kohl spannend. Am Schluss waren so ein paar Sachen, die ich nicht so gut fand, aber ist ja so. Ja, und dann waren wir ja relativ politisiert in Anfang der 80er Jahre. Da kam ja die grüne Bewegung auch auf und ja, ich habe mich da wohl gefühlt. Es klingelt, deshalb nur ein Satz. Ja. Ich will viel über mich selbst bestimmen können und wenig Staat haben ja. und dann war das für mich klar. Alles klar. Welche Serie haben Sie in den letzten Jahren irgendwann mal gebingewatcht? Columbo. Columbo? Ja. Echt jetzt? So, ja. so von früher noch mal ja, eingeschoben? Ja, toll. Haben Sie das als Kind auch schon geguckt? Ja, weniger. Ich meine, da hast du ja irgendwie Captain Future. Ich meine, ja. Herr Professor ist ja jünger als ich. Ein bisschen. So, und dann weiß der das vielleicht gar nicht. Pippi Langstrumpf, ja, so ja. ganz frühen ja, Zeiten. Natürlich, ja. das habe ich auch. Aber so jetzt eher, nö, ich sehe das immer noch gerne. Ich finde den Typ cool. Ja. Man weiß zwar am Anfang, wer umgebracht wird, richtig. Aber die Herleitung, fast so wie bei euch im Theater. Ja, vielen Guck Dank. Mal, es hat nicht geklingelt. Ich war auch überrascht. Vielleicht ja, war es auch so, weil ich zwischendrin geredet habe ja, und dann kann war sein. Nicht so klar, wie man damit umgeht. Sie haben ja, ja, vielen Dank, jetzt kommt. Sie haben ja 2011 nicht für das Amt des Ministerpräsidenten kandidiert. Ja. Haben Sie das irgendwann mal bereut?
Ja, im ersten Augenblick ist, wenn du aus der ersten Nummer gehst und dann jemand anderen, ich hatte die Julia Klöckner ja vorgeschlagen, in die zweite Reihe gehst, ist ja schon ein bisschen komisch. Das geht aber jedem so, glaube ich. Natürlich. Nein, ich habe es aber nicht bereut, weil ich hatte meine Kinder ganz wenig gesehen. Und irgendwie hast du ja auch Kinder und Familie und alles. Ist ja sowieso in dem Job schon schwierig. Ja. Und nein, wirklich nicht. Und das, was ich jetzt mache, mache ich auch furchtbar gern. Es ist kein Beruf, es ist eine Berufung. Cool. Kurze Frage noch, Zusatzfrage, das geht nicht auf die halbe Minute quasi. Nur mal so Interesse halber, wie alt sind denn Ihre Kinder? Sind die schon außer Haus oder sind die noch? Also Herr Professor, die eine ist 19, die Marlene, die hat jetzt letztes Jahr Abi gemacht, jetzt leider erwischt während der Corona-Zeit, kein Abiball und jetzt Studium, keine Partys, keine Studienpartys, also ein bisschen blöd ist das schon. Und der Lukas ist 21, der studiert in Karlsruhe Maschinenbau, also die sind schon ein bisschen weiter. Okay. Alles klar, nee, ich wollte nur wissen, ob das jetzt auch so eine Sache war, dass man in der Zeit jetzt auch noch dann heimkommt und denkt, oh, jetzt auch noch Homeschooling und sonst irgendwas, aber das war ja dann nicht mehr das Thema. Nein, das nicht, aber das Interessante ist, meine Tochter studiert eigentlich in Leipzig Jura, aber die war noch kein einziges Mal da. Okay. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen komisch. Ja. Ich meine, deshalb bin ich froh, dass wir beide uns wenigstens mal sehen. Ich auch. Hast ja im Moment eigentlich die Kontakte nicht. Und wie ich angefangen habe zu studieren, es war doch neu. So eine neue Stadt, was anderes und hast du jetzt nicht. Aber gut, wir müssen durch. Nächste Frage. Lieben Sie lieber Beethoven, Bach oder Mozart oder hören Sie überhaupt keine klassische Musik? Doch, klassische Musik. Ich höre zwei Seiten. Ich höre immer ziemlich harte Musik. Das ist vor allem Beethoven, Wagner. Okay. Und auf der anderen Seite ist es dann halt Metallica, die Toten Hosen, Rammstein. Also es ist eher so wirklich, ich habe ja auch 10 Jahre Klavier gespielt, länger her. Lieber Beethoven, Mozart war leichter zu spielen. Aber ja, Mozart ist schon toll, super Figur, aber lieber die harte Nummer. Alles klar. Interessant, ehrlich gesagt. Ja, und passt mal, gar nicht. Waren Sie mal auf einem Konzert von, sagen wir jetzt mal, Rammstein? Mehrere, klar. Ja, ja, Rammstein mehrere. AC/DC. AC/DC hatte ich leider das Pech, dass Bon Scott zu früh gestorben ist, 1980. Also da hätte ich gerne nochmal ein Konzert mit dem gesehen. Von denen habe ich auch einige gehabt. Aber da muss ich jetzt auch sagen, ich glaube, deren Zeit ist jetzt auch zumindest im Live jetzt mal rum. Ja, es ist ja schade, was passiert ist, aber ja klar. Ja. Muss weitergehen, ja. Ja. Ich habe mal gelesen, Kurt Beck hätte Sie anfangs arrogant wie ein dummes Jüngelchen behandelt. Ja, haben Sie sich damals dann angefangen, eine dicke Haut zuzulegen oder hatten Sie die schon vorher? Nein, ich bin ja Fußballer und ich weiß, dass man in Anführungszeichen gefoult wird, muss aber wieder aufstehen. Ja. Ein paar Tricks kennt jeder. Das wird man mir gar nicht glauben, aber ich habe dem Kurt Beck das auch nie übel genommen. Der hat seinen Job da gemacht. Ob das jetzt arrogant war? Jo, klar, so ein bisschen von oben runter, das ist richtig, aber ach, also ich komme mit dem klar und es war ja auch berechtigt. Muss ja auch lernen, ja, so. Und wenn es berechtigt ist, kann ich mich nicht beschweren. Muss ich aufstehen, weitermachen. Ich las in dem gleichen Artikel, da stand drin, er hätte zu ihm gesagt, Sie müssten mehr, sollen mehr Zeitungen lesen. Ist das etwas, was Sie heute sehr viel machen? Ja klar, man liest viel Zeitung, vor allem verschiedene auch. Ja, ja, es gibt ja unterschiedlich auch gelagerte Presse, von der FAZ, die konservativer ist, bis zur Frankfurter Rundschau und Ähnlichem. Ich lese die schon regelmäßig, klar. Man braucht ja auch ein Bild und ich schaue auch, dass ich viele verschiedene lese, weil nur dann kann ich mir auch ein Bild vom Ganzen machen. Wieso klingelt die eigentlich nicht? Das ist vielleicht ein neues Klingeln. Ich habe als Zusatzfrage interpretiert. Ja. Ah, Zusatzfrage. Ich verbessere das ganze Spiel. Es tut mir, meine Damen und Herren, es tut mir wahnsinnig leid. Ab jetzt werde ich ganz konkret meine gestellten Fragen stellen. Können Sie, wenn Sie nach Hause kommen, eigentlich gut umschalten, Herr Christian? Oder halten Sie beim Abendessenstisch auch manchmal eine politische flammende Rede? Herr Professor, ich bin ja leider in der Regel zum Abendessen noch gar nicht zu Hause. Ja. Gut, jetzt im Moment natürlich schon, weil du eher dann über den Computer diese virtuellen Geschichten hast. Aber da bist du zwar zu Hause, aber auch nicht zu Hause. Ja, du sitzt halt dann an dem sogenannten Automat. Ich versuche das dadurch, dass ich relativ viel Sport mache, dass ich schaue, dass ich rausgehe an die Luft. Wir haben hinten im Garten so ein kleines Lagerfeuer angelegt, also ein bisschen klassisch, da komme ich ja her, ja, so. Und da guckt man schon wegzukommen. Viel an die Luft, viel raus. Wir haben eine super Gegend dafür, auch jetzt bei den Temperaturen. Nein, ich war fertig. Das war perfekt, aber es war ja perfekt. Ich meine, dafür ist doch toll, dass man jetzt wirklich 30 Sekunden geantwortet. Gut, nächste Frage. Sie singen im Männerchor. Was für eine Stimme singen Sie da? Ich kenne mich nicht aus. Sopran, alt. Also hier, Herr Professor, Bass, dass Sie sich da nicht auskennen, halte ich für ein Gerücht. Und was, aber was sind Ihre Lieblingslieder? Ah ja, ich singe im zweiten Tenor. Das sind ja diese ganzen, kennen wir ja alle, von Willy Brausch im ersten Tenor. Da muss der mal jetzt langsam gucken, ob er da bleiben kann. Will er ja nicht hören, aber gut. Bis zum Etzel und anderen. Nein, das macht einfach, die Gruppe ist halt
witzig und lustig, weil wir so ganz unterschiedliche Typen sind. Auch unterschiedliche Professionen, ja, völlig unterschiedlich, aber irgendwie total klare, super Truppe zusammen. Lieblingslied, You Never Walk Alone. Und natürlich Bohemian Rhapsody, weil das ist ja auch nicht ganz einfach zu singen. So mit dem ganzen Mamma Mia, Mamma Mia Quatsch. Ja, kennt ihr das noch nicht? Also ich muss. Ach so, ich darf ja keine Fragen stellen, oder? Sie meinen, ob ich die Interpretation des Frankenthaler Männerchors noch gar nicht kenne? Ja, Herr Professor, dann müssen wir das hier mal machen. Ja, los Sobald geht. Wir wieder mal singen können, machen wir das mal hier. Sofort. Ich hier bin dabei. Find ich gut. Gebe ich weiter. Und machen Sie dann auch dieses so, I'm just a poor boy, nobody loves me. Oder sind Sie zuständig für He is just a poor boy from a poor... So, da haben wir es. Genau, that's it. Ja. Das sind Sie. Also, I'm just a poor boy ist ja mehr so der erste Tenor. Ja. Und da haben wir ja auch ein paar poor boys drin, da sollen die das auch singen. Nicht schlecht. Na gut. Ich muss schon umblättern. Sehen Sie, so viele Fragen habe ich hier vorbereitet. Kriegen wir doch 20 hin. Nein. Ich habe nur 12. Da gibt es ja nicht mehr. Die Plakatwände hier mit Ihren Weihnachtsgrüßen. Ja. War das einfach ungeschickt oder wollten Sie einfach mal schauen, wie weit man gehen kann? Nein, also das muss man wirklich abnehmen. In Frankenthal kennen mich ja extrem viele. Ich habe das über Jahre hinweg immer mal gemacht. Ich gebe zu, beim letzten Plakat war es mit meiner Frau, es war zu Fasnacht. Die hätte ich vielleicht auch besser damit draufgenommen. Dann war eine zweite kleine Ungeschicklichkeit dabei, das ist so. Da war natürlich die Werbelinie auch drin, die wir jetzt haben im Wahlkampf. Aber ich habe das wirklich gemacht, weil ich vor Weihnachten dachte, naja, was haben die Leute denn im Moment? Im Moment ist ja eigentlich alles blöd, alle sind zu Hause. Ja, wahrscheinlich würde ich es nimmer machen oder doch machen. Und ja, ich sehe das jetzt mal so sportlich. Schon wieder? Ja, aber nur bei Lisch war mal drüber. Nein, ich möchte damit sagen, es ist ja perfekt. Also es hatte schon wieder die drei... Ich hatte es eher positiv gesehen. War es die Plakate hier? Nein, die 30 Sekunden ja, so, gerade. Ja, ja. Die Plakate, ehrlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe zu so Dingen so selten eine Meinung dann, weil ich dann irgendwie denke, jo, Allah, dann ist es halt so. Aber was interessiert meine Meinung? Ja, ich denke halt immer, komm, Schwamm drüber. Jeder soll seins machen, das ist gut. Nächste Frage. Kennen Sie einen dieser drei Hits? Und das sind die Hits des Jahres 2020. Also die in Deutschland am meist verkauftesten. Mhm. Auf Platz 3. Das Lied heißt Roller und ist von Apache 207 oder 207. Das kennen Sie jetzt. Ja klar, der wohnt ja hier nur um die Ecke. Das ist richtig. Ja. Und das heißt, Sie kennen die Lieder auch von dem? All meine Kinder hören das doch. Und jetzt muss man auch mal sehen, auch wenn ich vorher gesagt habe, die klassische Musik, ich meine, wenn ich bei denen jetzt Metallica auflege, da hören sie noch Nothing Else Matters, der Rest wird dann schwierig. Ja. Aber ich muss sagen, ich höre auch Eminem und andere Sachen. Es sind ja viele gute rhythmische Sachen auch dabei, die spannend sind. Und klar, auch Apache höre ich mir an. Bei dem muss ich immer so über die Videos lachen. Ja, das verstehe ich. Ich warte, im letzten war ich überrascht, jetzt sage ich es mal ganz ehrlich. Ich höre ja durchaus gerne Hip-Hop und Rap, allerdings war dieser spezielle Artist mir jetzt bisher noch nicht so sehr geläufig. Und wir hatten hier auch mal so ein Spiel gemacht, wo wir dann halt so angefangen haben, dass die Lieder jeweils anzuspielen und jemand musste raten, was das für ein Lied ist. So. Und dann war das immer bis zu dem Zeitpunkt, wo der anfing zu singen. Und dann hat er schon geraten gehabt, habe ich kurz weitergespielt, um zu zeigen, ja, das ist das Lied. Und dann fing das an mit, Entschuldigung, irgendwas mit Ich fick deinen Kopf oder so. Und ja, man dann halt irgendwie da ist und sagt so, ach so, ja. Und ich dann zu Hause, ach der. Liebe Freunde. Ja, der kommt ja aus Ludwigshafen. Können wir das piepen und so? Ja, guter Punkt. Ich komme auch aus Ludwigshafen. Oh. Das ist in Ordnung. Dann müsst ihr euch mal hier zusammentun. Der käme ja vielleicht auch mal. Ja, der wohnt ja wirklich nur um die Ecke. Ich denke auch. Ich werde ihn fragen, direkt. Bitte, Herr Professor. Vielen Dank, Herr Christian, für diese großartige Idee. Wenn Sie den schon kennen, ich mache es noch ganz kurz. Dance Monkey heißt es und das ist von Tones and I. Bist du dance for me? Habe ich gehört. Ja, das kenne ich. Sehr gut. Und Blinding Lights von The Weeknd. Das singe ich jetzt nicht. Aber nur, wenn Sie sagen, ja, Herr Professor, I'm blinded by the lights and I'm so geht es. No sleep. Gut, so also gehört habe ich es wohl, aber weil ich es schon raushöre, es liegt aber jetzt nicht an Ihrem Gesang, Herr Professor, dass mir es nicht gefallen würde, also, habe ich wahrscheinlich jetzt nicht so die große Erinnerung. Ja. Interessant ist nur, der Song klingt mir irgendwie furchtbar ähnlich zu älteren, weil wir haben ja heute gar nicht mehr so viel Neues. Es wird ja viel arrangiert, was zusammengeschnitten wird, ganz spannend. Ja, gut. Da haben Sie sehr recht. Wann waren Sie das letzte Mal im Theater, welches Stück? Das war hier bei euch, ja, in Kalbach. Ist aber auch schon zwei Jahre. So, und jetzt kommt's ja. Jetzt wissen Sie noch, welches Stück? Ja, natürlich, deshalb. Und das Interessante für mich ist, das war der zerbrochene Krug. Das ist korrekt. Ja, ja. Ich habe sogar aufgepasst. Nicht nur am Scholle stand ich da, ich habe mir das angeguckt. Sehr gut. Respekt. Also, muss man sagen. Wahlkampf in Zeiten von Corona heißt keine Festzeltreden, sondern direkt in die Kamera reinreden. Kommt Ihnen das entgegen oder finden Sie es manchmal schade? Ja gut, also
die, die mich kennen, wissen, dass ich extrem gerne unter Leuten bin, dass ich auch wirklich gern diskutiere. Und das kann man nur, wenn man es persönlich macht. Es hat sich jetzt ein bisschen klein, ein bisschen relativiert durch diese Videoschalten, weil ich habe ja vorher gesagt, wir machen so ein Bier-Tasting. Jetzt gestern Abend habe ich mich einfach mal mit Michael Baumann hier von der Malteser auf ein Bier am Computer verabredet. Dann machst du halt sowas. Ja. Es ist natürlich nicht vergleichbar. Ich vermisse den Elefant, ich vermisse Titus, ich vermisse viele Sachen in Frankenthal, die halt so sind. Ich vermisse euch, das ist wirklich so, auch wenn ich wenig Zeit habe, da immer zu kommen. Ja, ich hoffe, dass es jetzt wirklich, wir müssen halt noch diszipliniert sein und hoffe ich, dass es jetzt bald rum ist. Merz, Röttgen, Laschet, für wen haben Sie gewählt? Herr Professor, es gibt ein Wahlgeheimnis und als Anwalt habe ich auch eine Schweigepflicht, bei denen allerdings nicht, weil die haben ja kein Mandat gegeben. Ja. Ich sage nur so, ich bin froh, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Gut, dann nehmen wir das erstmal so hin. Und das waren jetzt 12 Fragen, vielleicht waren es auch 13, ich habe nicht mehr nachgezählt. Ja. Wir haben es geschafft, ja. Quasi. Darf ich noch eine Frage stellen? Unbedingt. Ja, unbedingt. Ja. Wo bekommt man so eine schöne Ausrüstung her? Mit Ausrüstung meinen Sie jetzt? Ja, Ihren Anzug, Herr Professor. Das ist ja so. Wir sind ja hier ein Theater. Ja. Ja, ja, das könnten wir aber auch im Strohhut festtragen oder so. Und so müssen wir auffallen. So. Und deshalb, das war Stella Moles, war das in der Inszenierung von Das Weiße Rössel? Im Weißen Rössel wurde das hier getragen. Okay. Und seitdem hängt es bei uns im Fundus. Und jetzt muss ich ja Folgendes sagen. Es ist bei mir zurzeit so, dass ich während der Pandemie im Gegensatz zu Ihnen viel zu wenig Sport gemacht habe und ziemlich zugenommen habe. Ja, und dann muss ich einfach gucken, dass ich mir Sachen anziehe, die so einen Gummibund haben und wo ich gut reinpasse und so einfach relativ gut. Fishing for Compliments hier. Na. Weil das kenne ich aber andere. Ja, das mag sein. Das, ja, in der Politik kennt man bestimmt noch andere. Ja, da fallen mir auch einige ein. Und so, aber jetzt hier am Haus beispielsweise mein Azubi, Herr Al-Sayed, der begrüßt, der hat dann eine Zeit lang immer nur zu mir gesagt, Sie sind fett. Fett. Was hat er gesagt? Ja, und ich bin Arbeitsrechtler, da kann man was machen, wenn der frech wird. So, Herr Al-Sayed, nur dass du es weißt. Ja, da muss ich ihm dann schon helfen, weil fett ist er nicht. Vielen Dank. So, nur dass du es weißt, aber das, auf der anderen Seite war es gut, seitdem versuche ich mich mehr zu bewegen. So mit Papier hin und her schieben, Mikro ganz hoch und runter, klar. 12 Fragen stellen. Ja. Das muss für heute auch mal reichen. So, wir machen jetzt ein Spiel und an der Stelle werde ich jetzt in die Kamera sprechen und sagen, dass das nächste Spiel, unser erstes Spiel, natürlich wieder unser großartiger Spielemeister, der Patric, erklären wird und der kommt hier. Patric. Danke, Jürgen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das erste Spiel wird heute sein Politscharade. Dabei dürfen Herr Professor und Herr Christian abwechselnd Begriffe ziehen und diese pantomimisch erklären. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Patric. Also, sehr geehrter Herr Christian. Herr Professor. Wir würden jetzt also starten mit der Charade, mit der Politscharade. Ja. Ich habe keinerlei Ahnung, was für Begriffe auf diesem Stapel da liegen. Ich würde den ersten mal nehmen, um gleich am Anfang derjenige... Ich glaube, die Quarantäne habe ich jetzt gelesen. Haben Sie es auch gelesen? Ja, klar. Die nehmen wir jetzt nicht mehr. Ich gucke mal, was ich hier habe. Aha. Okay. Ich lege das ab, weil das brauche ich ja gar nicht. Jetzt muss ich. Nee. Ich spiele es jetzt erstmal vor und Sie müssen raten, das ist gut. Was das für ein Begriff sein könnte. Ja, okay. Aus dem großen Kontext, sagen wir mal, Politik. Alles, was da irgendwie... Vereidigung. Ja, das, Herr Professor, das ist ja so perfekt, drauf. Perfekt gespielt, da kann man nichts anderes sagen. Ich muss sagen, für Standbilder bin ich berühmt. Ach, ja. Alles, was darüber hinausgeht, ist manchmal ein bisschen schwierig. So, jetzt wäre ich dran. Ja, Herr Christian, bitte. Herr Professor, die Großen oder die Kleinen? Die Kleinen nicht, die können wir nicht lesen. Ich kann die nicht lesen. Ich weiß und das nicht, muss ich jetzt auch vorspielen. Ja, wenn es irgendwie ginge, wäre das schon schön. Ach, ja. Ja. Wo soll ich mich denn hinstellen? Hier. Ja, wenn es da geht, ansonsten können Sie auch nach da vorne. Ich bleibe ja hier. Sie sind in jedem Fall weit genug weg. Kann ich den zweiten Teil noch mal sehen? Ja, der zweite Teil geht auch. Sie schießen da. Also, ja.
vorgebeugt. Passen Sie auf, ich denke nach, ich bin ja nicht der Schlau. Vorhören, ich höre vor, ich bin ein, ich habe große Ohren, ich bin jemand Dumbo, das ist nicht aus der Politik. Ja, das ist total kalt. Da lassen Sie mich ruhig mal raten, das ist immer sehr beliebt. Außenpolitik, der Genscher natürlich, Hans-Dietrich Genscher, der hatte große Ohren, genau. Bitte, was nochmal? Der Lauschangriff. Das war ja großartig. Ja, na, das war ein bisschen... Ja, nein, das war von Ihnen, also, bei Angriff ist mir ja ganz wenig eingefallen, würde ich mal sehr sagen. Sehr geehrter Herr Christian, das war großartig dargestellt. Das war einfach hundsmiserabel von mir geraten, muss ich an der Stelle sagen. Weil, also, Sie sind der erste Professor, der sowas zugibt. Also, ja, mag sein. Aber ich muss an der Stelle ganz kurz sagen, und da geht es mir jetzt nicht um Parteien oder sonst irgendwas, ich fand es demnächst auch sehr angenehm von Herrn Ramelow, als er sagte... Ja, Mensch, jetzt im Nachhinein wird er sagen, eigentlich hätte er im November da was falsch gemacht. Da hätte er mal besser mit der Kanzlerin mitgehen sollen. Ja, und ich dachte, ach, das klingt mal so schön, wenn das mal einfach jemand sagt und man denkt, ach, wie lieb. Ja, man meint ja immer, es seien die Politiker, aber eigentlich sind wir auch nur Menschen. Und wer ist denn schon unfehlbar? Das weiß doch kein Mensch. Alles. Ja. Außer mir? Ja, klar, ich habe es ja gerade gemerkt. Ja, klar. Ich weiß, alles. Alles. Mal sehen, ob alles. Sie klingelt gar nicht, wenn es 30 Sekunden rot ist. Und jetzt ist das, ja, das ist ja anders hier. Ach so. Jetzt habe ich hier auch wieder sowas Ungeschicktes. Ja? Naja, ich versuche es mal. Ja, Sie kennen doch die ganzen Karten, erzählen Sie mir doch nichts. Ja, eben nicht. Ach so. Nur, das, meine Damen und Herren, das müssen Sie mir glauben zu Hause. Ich habe keine Ahnung, was da draufsteht, sonst wäre es ja auch langweilig. Ich habe auch keine Ahnung, ich weiß es aber gleich. Marschieren. In den Krieg ziehen. Musterung. Einberufung. Sie sind so kurz davor. Das ist aber, ich würde das alles schon längst gelten lassen, ehrlich gesagt. Weil das ist ja Musterung, fantastisch von Ihnen geraten, muss ich an dieser sagen. Da steht einfach Wehrpflicht. Ah. Das gehört ja alles dazu. Also, ja, wenn man es, ja gut, ja, also haben Sie gut ausgelegt, vielen Dank. Vielen Dank für Sie. Also ich würde Ihnen dann umgekehrt jetzt die gleiche Chance einräumen. Ach nein, das habe ich nicht. Ich könnte Ihnen den Begriff erst sagen, dann können Sie ihn spielen. Jetzt hopp. Ich merke das, das ist ja immer lustig, wenn man die wirklich, manchmal denke ich im Fernsehen, die bereiten sich bestimmt selber so vor. Die wissen alle schon, was da steht. Oh ja, genau. Mein Gott. Da kann man, wenn es arg blöd ist, nehmen Sie einfach einen neuen, das mache ich auch. Das machen wir jetzt schon. Das mache ich auch. Das machen wir jetzt schon. Das ist was Politisches und hat was mit Parlaments... Arbeit zu tun. Mhm. So viel darf ich sagen. Ja? Es gibt ja keine richtigen Regeln hier. Das ist ja das Schöne. Ja, Zeit. Da ist jetzt Zeit. Tag. Uhr. Jetzt. Ja. Und dann kommt der zweite Begriff dazu. Also jetzt ist es nicht, aber der zweite Begriff ist eine Stunde. Eine Dreiviertelstunde. Akademische. Ein. Warten Sie, eine aktuelle Stunde. Ja, das ist ja einfach. Das war ja, ja großartig. Nein, das ist ja, ja super. Die aktuelle Stunde. Wenn wir so weitermachen, sind wir gleich mit den Zetteln durch. Geht schneller Leben, als bei den Antworten. Wir machen die auch nicht alle, weil das hält ja keiner aus. Aber aktuelle Stunde, das ist so, wenn, also jetzt wirklich, ich frage mal wieder so als Depp, das ist doch, wenn man dann so sagt, wir hätten ein paar Fragen an die Regierung quasi, oder was ist das? Ja, eine aktuelle Stunde, nein, das ist ein Thema, das die jeweiligen Fraktionen sich heraussuchen können, was sie für besonders dringlich, besonders eilig, besonders aktuell halten. Ja, also Beispiel, wir haben nächste Woche Landtagssitzung, da werden wir eine aktuelle Stunde zur Bildung machen. Die anderen unterschiedlichster Art, jeder macht seins, was ihm da in den Sinn kommt. Und dann gibt es Redezeiten für die jeweiligen Fraktion und natürlich auch für die Regierung. Okay, ich tue jetzt so, als hätte ich das noch nie genommen und nehme einfach was anderes. Wehrpflicht. Und merke dann, das ist genauso schlimm. Nur mal sehen. Ich versuche mal was. Es hat was zu tun mit, ja, ist eine gute Frage, auch mit Parlament. Bundesparlament, würde ich sagen. Sitzbeuge. Der macht nur dieser Teil, der. Kopflos. Leute, dieser Teil. Ich versuche gerade überall.
Also jetzt muss ich wirklich sagen, das war so gut gemacht, dass ich das nicht drauf gekommen bin, tut mir echt leid. Das konnte man nicht besser machen. Nein, mir tut es leid, weil ich hatte noch gedacht, Mandat wird man doch darstellen können. Und mir ist nichts eingefallen, ich Depp. Noch ein letztes für Sie. Ist auch schwierig. Und dann, also früher war es ja so, da man gemacht Hund, Katze, Maus. Ja, deshalb. Ah, ja, okay. So. Immer so Sachen, die scheinen irgendwie einfach zu sein. Also hat auch was mit Regierungsbildung zu tun. Aha. Lager. Lagerwahlkampf. Koalition. 100 Punkte. Ah, das ist ja wirklich. Jetzt mal. Da sieht man halt den Unterschied zwischen Ihnen, Herr Professor, und mir. Sie kriegen es gleich raus. Herr Christian, nein, aber das ist, Sie haben sowas Präzises an sich. Das gefällt mir gut. Ja, das weiß ich nicht, aber gut. Nein, also jetzt zumindest bei der Sache fand ich es präzise. Das hat mir gut gefallen. Da möchte ich mich jetzt absolut nicht beschweren. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir machen zwischendurch mal wieder ein paar Fragen. Und zwar, ich würde Ihnen so Gegensätze auftischen und Sie sagen einfach, was Ihnen dazu vielleicht einfällt. Rampensau oder Teamplayer? Zu Ihnen jetzt oder zu mir? In welcher Richtung Sie was dazu sagen möchten? In dem Moment geht es nicht mehr um 30 Sekunden, ist wurscht. Also ich persönlich begreife mich als Teamplayer. Ist auch schon immer so gewesen. Und ich würde Sie, Herr Professor, auch als Teamplayer bezeichnen, sonst funktioniert das nämlich hier nicht. Es geht nur zusammen. Und dass Sie noch nebenbei eine Rampensau sind, wissen wir ja alle. Sie wahrscheinlich ja auch, Herr Christian. Sagen wir mal so, Herr Professor, Sie heute besser als ich. Wage ich zu bezweifeln. Ich finde es ja immer faszinierend, dass Politiker insgesamt, bei Ihnen habe ich das ja auch schon erlebt, Herr Christian, dass man irgendwo vorbeikommt und Sie kommen aus einem ganz anderen Kontext und dann sagt, ich habe so das Gefühl, Sie brauchen genau einmal einatmen und sagen, so, ganz anderer Kontext, ich fange schon mal an zu reden. Ja, mit der Zeit lernt man die Themen ja auch kennen. Jetzt, wenn wir beide uns sehen, wir kennen uns ja lange, dann ist es ja noch mal ein bisschen anders. Und ich kenne ja auch die Geschichte des Theaters. Und von daher ist das, ich finde, das gehört sich aber so. Wenn man mit jemandem redet über seine Position, seine Ansichten, überhaupt seine Art und Weise, muss man sich ja wenigstens ein bisschen auskennen oder mal zuhören und mal reinlegen. Ja. Aber das mache ich auch nicht immer. Ja. Manchmal bin ich auch ein Klugscheißer. Ist auch nicht verkehrt. Sag mir meine Frau immer. Ja. Ja. Ist dann ganz traurig, wenn ich das höre. Sie sind dann traurig? Ja, natürlich. Sie wollen gar kein Klugscheißer sein? Nee, wollen Sie einer sein? Nein, aber ich bin auch gar nicht, ich bin wahnsinnig dumm. Also bei mir ist das... Nein, Sie sind eine Rampensau, ist ja der Unterschied. Lassen wir das. Söder oder Laschet? Als Ministerpräsident oder als was? Interessant. Als Kanzlerkandidat und eventuell Vorsitzender einer schwarz-grünen Koalition im Bund. Also, da sind schon die zwei richtigen Personen genannt worden, die ich mir auch vorstellen kann. Jetzt haben wir am letzten Wochenende erstmal einen Vorsitzenden gewählt. Ich hörte davon. Dieser Vorsitzende soll jetzt mal beweisen, dass er Vorsitzender sein kann. Und wenn er das hinkriegt, dann ist alles möglich. Und der andere Vorsitzende, mit dem das ja besprochen wird, sind ja die beiden Vorsitzenden, der muss natürlich auch mal zeigen, dass er das alles kann. Und ich kenne die beide ja lange. Aber der eine redet ein bisschen lauter wie der andere. Das kann Vor- oder Nachteile haben. Ich würde mal sagen, warten wir mal die Landtagswahl ab und wenn die rum ist, dann entscheiden wir es. Werden Sie von einem der beiden Teams im Augenblick unter Druck gesetzt, dass Sie auf alle Fälle die Landtagswahl gewinnen müssen, damit, ich sage jetzt keinen Namen, aber vielleicht Herr Laschet bessere Chancen hat? Ja, unter Druck setzt mich keiner. Unter Druck setze ich mich schon selbst. Nein, das ist, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber ich denke wirklich so. Ich mache das, was ich jetzt mache, sehr gerne. Ich bin mir auch sicher, dass wir vieles besser machen könnten in diesem Land. Beispielsweise auch die Frage der Ausstattung von Theatern, nicht dauernd Projekte, sondern mal eine Dauerfinanzierung, ähnliche Dinge. Aber das müssen ja Wählerinnen und Wähler entscheiden. Und in der Demokratie gehört sich, dass man da auch weiß, es kann auch nicht so kommen. Und ich habe ja wirklich, ich habe keine Bange davor, wie es ausgeht. Ich werde für uns werben. Wenn es andersrum ausgeht, wie ich es gerne möchte, dann geht die Welt auch nicht unter. Dann ist es so. Und ich glaube, so muss man es auch sehen. Klingt sehr gesund. Mainz oder Frankenthal, was gefällt Ihnen besser? Werden Sie nach Mainz ziehen für immer? Und ich bin alter Frankenthaler.
im wahrsten Sinne des Wortes und ich bleibe auch hier. Ich mag die Stadt. Sie ist natürlich leider durch die Ausbombung jetzt nicht die allerattraktivste wie Nördlingen und andere. Das mag sein oder Freiensheim. Oder aber Ludwigshafen als alter Ludwigshafen. Ja, es ist aber eine lebenswerte Stadt. Und solange wir uns mit den Ludwigshafenern drüber streiten können, wer jetzt da der Wichtigere ist und dass wir nicht eingemeindet worden sind, war natürlich das Allerwichtigste von allem. Das ist ja völlig klar. Nein, man kennt auch viele Leute. Frankenthal ist ehrlicherweise, ich denke immer so eine Familie. Wenn man Strohfest läuft oder ähnliches, das ist schon nett. Und man trifft ja auch wieder Leute, die man ja nicht gesehen hat. Ich möchte hier bleiben. Das gibt keinen Zweifel dran. Im Zweifelsfall lieber AC/DC oder lieber klassische Musik? Sagen wir mal, Sie kommen nach Hause und es war so ein Kacktag. Also es lief nicht gut. Hören Sie dann, machen Sie dann lieber, jetzt höre ich mir was. Ach, Herr Professor, das hängt wirklich von der Stimmung ab. Das ist sehr unterschiedlich. Ich finde das auch ganz spannend. Ich wusste das früher auch nicht. Es gab mal einen Verkehrsminister, Ramsauer. Ja, durchaus. Der spielt ja Klavier. Und gar nicht schlecht. Das wusste ich nicht. Der ist Konzertpianist. Er hat eine eigene Platte gemacht. Und zwar so eine Platte fürs Auto. Also eher so leichtere Musik. Also Schubert, Mozart und was. Ja. Höre ich sehr gerne. Aber umgekehrterweise höre ich auch genauso gut mal AC/DC, Accept, was da rumläuft, wenn man das danach ist. Geht uns aber allen so. Kannst du nicht sagen, also nur abends das. Ich finde immer so schön, wenn die, vor allem die Politiker, sagen, und am liebsten lese ich ein Buch. Ja. Und dann frage ich mich immer, was für ein Buch? Das Telefonbuch gibt es nicht mehr. Dann wird immer geschaut, Politiker schauen immer in den Klassikern nach, so wie vorher bei den Rankings von der Musik. Ja. Das Buch lese ich und das. Ich bin immer erstaunt, was die alle lesen. Mhm. Ja. Das glaube ich. Also ich lese auch viel, so ist es nicht. Ist ich habe so? Jetzt im Obama gelesen. Haben Sie noch, also jetzt ernsthaft, also Sie haben da noch die Zeit und sagen, jetzt lese ich mal noch mal. Herr Professor, da müssen Sie sagen, das ist eine Disziplinfrage. Sie müssen natürlich das so einteilen, dass es passt. Und schauen Sie, da gibt es so ganz leichte Möglichkeiten, wie man ganz viel Zeit gewinnt. Man hört einfach mal auf, dauernd WhatsApps zu beantworten oder dauernd auf SMS zu gucken. Und vielleicht ist es auch ganz gut, so mache ich es, ab 18 Uhr ist das Telefon dann halt auch mal still. Ja. Außer es ist halt, gut, das sieht man ja, aber ansonsten nichts. Und was da gehen Sie so viel Zeit, Sie glauben es gar nicht. Sie hatten gerade eine Buchempfehlung quasi auf den Lippen. Was war das Letzte, was Sie gelesen haben? Ich habe jetzt gerade Obamas Buch gelesen. Das ist ja auch nicht dünn. Nein, ich habe es ja auch nicht ganz bis zum Ende jetzt gelesen. Ja. Und ehrlicherweise, ich lese Bücher auch nicht immer, also außer es ist natürlich ein Krimi, da musst du ihn ganz lesen. Ansonsten liest du dir die Abschnitte durch, die du meinst, die für dich interessant sind. Ja, das ist klar. Und liest man jetzt mal ganz praktisch gerade sowas wie Obamas Buch auch so ein bisschen mit dem, da kann ich mir natürlich, da gibt es doch irgendwie Trick 17. Also man kann viel lernen. Ich habe auch damals, als der das erste Mal angetreten ist, gab es so ein kleines Buch, Sag's wie Obama. Natürlich schaut man sich das an, wie machen das andere. Ich habe mir jetzt auch das von Biden angeschaut. Ich habe mir auch von dem seinem Vorgänger die Sachen angeschaut. Muss ja wenigstens mal wissen, wie man es vielleicht nicht macht. So, und die Geschichten lernt man ja dadurch. Das ist schon so. Das Schöne ist, auch bei dem Buch jetzt von Obama, aber das ist überall so, Willy Brandt ist angesprochen worden, der hatte ja auch, man weiß das ja auch, der war auch immer furchtbar nervös vor jeder Wahl und war ganz schlimm. Und dann entdeckst du dich selbst wieder und sagst, wir sind alle Menschen, das ist irgendwie bei jedem alles gleich. Hm. Ja, so. Eigentlich ist es schon so ein Abschlusswort, dass man so sagt, ach, da haben wir doch jetzt was Schönes gesagt am Schluss. Jetzt müssen wir mal auf die Uhr gucken, ich gucke mal bei Herrn Al-Sayed. Was sagen Sie? Können wir... Machen wir noch ein Spiel, hä? Super, perfekt. Ich freue mich wie bekloppt, weil ich weiß auch nicht, was auf diesen Dingern draufsteht. Und ich brauch, so weit sei da noch nie gekommen, und, oder? Und ich brauche doch noch, und ich brauche dafür auch meine Spezialbrille. Die ist gar nicht von mir, sondern die liegt bei uns immer so rum. Das ist wie eine Lupe quasi, weil so klein ist. Ja, aber das ist nicht gut für die Augen. Schon eigene machen lassen, wirklich. Also da gibt es so eine, ich habe ja Linsen drin. Aha. So komisch das klingen mag, da lege ich echt viel Wert drauf. Ich habe nur zwei von den Dingern da. Ja. Und da hätte ich zu viel Sorge, dass mir das neben rausgeht. Und in meinem hohen Alter, über 50, fängt es ja sowieso an, schwierig zu werden. Ja. Bei mir fängt es ja schon lange an, schwierig zu werden. Ehrlich? Ja, und am Anfang habe ich immer noch so getan, wie das kriege ich schon hin. Jetzt drucke ich mir Sachen hier in 20 aus, ja, Areal 20, damit ich das ohne Brille sehr gesund von hier aus lesen kann. Mhm. Und ja, deshalb finde ich auch den grünen Anzug so schön. Nicht schlecht. Ja. So, meine Damen und Herren, der Patrick erklärt uns jetzt erstmal das nächste Spiel. Danke, Herr Professor. Beim zweiten Spiel geht es um Tabu. Hier werden wir ebenfalls mit politischen Begriffen arbeiten. Das heißt, den ersten Begriff auf der Karte müssen Sie erklären, ohne die vier Begriffe unten drunter zu verwenden. Ob das was wird? Ja dann, vielen Dank, Patrick. So,
Herr Christian, bei mir ist jetzt der Moment gekommen, wo ich diese großartige Lupe aufsetzen muss, damit ich noch irgendwas sehen kann. Macht einen schon. Und ich versuche es jetzt einfach mal mit dem allerersten Kärtchen hier. Also es gibt so einen Ort und da treffen sich all die Leute, die Parlament, die Chefs sind von einem dieser Bundesrat. 16 verschiedenen, richtig. Bundesrat, können gerne auch nochmal überprüfen, dass die... Ja. Ich kann es nicht lesen. Ach ja. CDU, SPD, Grüne. Parteien? CDU, SPD, Grüne, Linke. Noch mehr Parteien. Wie gefällt das? CDU, SPD, Grüne, Linke. Von rechts nach links. CDU, SPD, Grüne, Linke, AfD. Also die sitzen da so im Parlament und die sind die gewählten Volksvertreter. Das sind die Parteien, die wir hier zur Wahl zur Verfügung stehen. Wobei, das kann ich ja verwenden, sehe ich gerade. Ja, das dürfen Sie verwenden. Wissing. Was haben Sie eben gesagt? Wissing. Wissing. Meine Damen und Herren, der Generalsekretär, nein, also der ist hier Wirtschaftsminister. Ist ja, jetzt nochmal, CDU, SPD, Grüne. Ah, es fehlt die FDP. Ah, jetzt ach, darum ja so geht. Ach ja, also. Ach, im Ausschlussverfahren, so weit gibt es bei mir ja, nicht. Also gut, also ist ja noch... Also Ausschlussverfahren kriege ich nicht hin. Herr Professor, nachschauen? Nee, das glaube ich sofort. Alles klar. Das glaube ich sofort. Ach, interessant. Ja, wie soll ich es denn machen? Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe ja noch von früher, waren die immer so gelb-blau. Ja. Da hätte ich dann gesagt, ah, ha, ha. Stimmt oder auch. Sie haben doch vorhin so einen schönen Genscher gemacht. Da sehen Sie, Herr, da sehen Sie, Herr Professor, da sind Sie weiter als ich, mit Farben. So, ich habe jetzt auch sowas, und zwar, ich beginne. Lafontaine, Sarah Wagenknecht. Linkspartei, Linke. Die Linke. Das lief ja 1A. Einfach ja, Namen war, sagen. War ja jetzt auch nie so das schwer. Das habe ich bei Ihnen gelernt. Einfach Namen drauf sagen. Merke ich gerade, ja. Muscheid. Muscheid. Ist ein toller Name. Gefällt mir außerordentlich gut. Keine. Sie sehen in meinem Gesicht ganz viel ja erkennen. Also, dann machen wir es anders. Tarifverträge. Ja. Arbeitgeberseite und... Arbeitnehmerseite, Gewerkschaften. Gewerkschaft, genau. Und der Herr Muscheid ist jetzt nochmal wer? Das ist der Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz. Eieiei. Ja, ich dachte sehen jetzt... Sehen Sie, wie wenig ich Sachen kenne? Weißt du, das ist ja, ja, ihr seid ja scheinbar nicht im Arbeitgeberverband, dann ist es, könnt ihr die Gewerkschaften nicht also kennen. Also jetzt mal ganz praktisch. Ja, ja, hier bei uns, alle, die hier arbeiten, die haben keine Rechte. Das machen die einfach nur aus Liebe. Ach, deshalb sind die heute Abend, wo wir das jetzt um 23.34 Uhr aufnehmen, auch noch da. Ja, ganz genau so ist es. Vielen Dank, Ludwig, vielen Dank, Amar, vielen Dank, Patrick, vielen Dank, Sabine. Schön, dass ihr hier seid. Und das alles aus Liebe. Es gibt ja diese 16 Kleinstaaten quasi in der... Bundesländer. Mhm. Und die haben ja jeweils auch eine... Hauptstadt. Vertretung, wo sich... Landesvertretung. Naja, also nee, jetzt beispielsweise bei uns ist dieser Ort in Mainz und da gibt es... Parlament. ...einen und das ist der... Regierungsbezirk. Naja, also... Nein, Regierung, meine, Staatskanzlei. Ganz konkret, ich drücke mich ungeschickt aus. Ich versuche es nochmal von vorne. Also... In Mainz? Quasi... Landtag. Genau. Hätten wir ja auch gleich drauf kommen können. Nee, das hätten wir ja auch, ja. Vielleicht. Nein, Sie hatten es, sehen Sie, ich denke da immer zu kompliziert. Sie hatten es eigentlich sauber dargestellt. Naja, ich muss ehrlich sagen, ich denke ja, ach, lassen wir das. Gut. So. Eieiei. Ei, ei. Aha, das gehört schon dazu. Friedrich Merz. Ja, doch, ich habe einen Begriff dafür. Gut. Der Ordoliberalismus gehört zur... Möchten Sie das Wort bitte nochmal sagen? Der Ordoliberalismus gehört zur... Ja, zur reichhaltigen Auswahl an Begriffen, dann die, muss mir anders Leben, machen. Die mir in meinem Leben noch nein, nie gelaufen sind. Nein, dann machen wir es geteilt. Der Elefant ist eine... Eine?
der Elefant ist eine Tierart. Nein. Der Elefant ist im Raum. Lassen Sie uns was ist ein anderes Wort für Gaststätte? Wirtschaft, Restaurant, Wirtschaft. So, haben wir das erste haben wir schon. Ja, haben wir so. Was ist immer dienstags und freitags in der Stadt? Marktwirtschaft. Ja. Ordoliberalismus kommt aus dem, die haben sich ja 1942 getroffen, Freiburger Schule, Erhard, Röpke, Müller-Amack, und die haben ja damals überlegt, wie kann es denn nach der Nazi-Zeit da weitergehen. Und die haben diesen Ordoliberalismus erfunden. Da. Jetzt, wo Sie sagen, klingelt es natürlich bei mir auch wieder. Ja, Ludwig, bei dir auch? Ordoliberalismus. Amar, kurze Frage an dich. In deinem Deutschlernkurs, und wo ihr auch so viel über die Bundesrepublik gelernt habt, habt ihr auch mal das Wort Ordoliberalismus gehabt? Ja, das ist es halt. Noch nicht? Nee. Na gut, das Wort hast schon was mitbekommen. Das ist es halt. Und jetzt erst, nach 5 Jahren hier in Deutschland. Ja, ich glaube aber, ich weiß nicht mal, ob meine Kinder das wissen. Ah, ist das so? Ach du lieber Gott, das ist ja großartig. Geht es Ihren Kindern so, dass die dann von anderen Leuten quasi so Politikfragen gestellt werden, weil der Papa halt sowas macht? Ja, das schon. Ja, die bekommen das ja hautnah mit. Aber der Begriff, den ich jetzt genannt habe, den kennen ja ehrlicherweise auch nur Ältere. Und ich habe das ja auch gemerkt, ja. Das ist jetzt ja nett so, mir gegenüber. Wenn man so aus dem letzten Jahrtausend kommt, so wie ich, ja, hat es ja schon einiges in der Welt geändert. Und da wissen viele das nicht mehr. Außerdem ist ja auch der Unterschied jetzt zwischen SPD und CDU heute viel ganz anders, noch nicht mehr ganz so wahrnehmbar, ja, wie es ja früher mal war. Da kommt das halt her. Ja. Herr Christian, wie lange haben Sie eigentlich noch, bis die Wahl da ist? Ich habe wirklich keine Ahnung. Herr Professor, die ist am 14.03., das sind jetzt noch knapp 7 Wochen. Das ist nicht viel. Okay, und ist es dann so, dass Sie bis dahin einfach durchgetaktet sind, dass es nur so kracht? Das wäre so, aber wenn Sie noch mal irgendwann ein Spiel machen wollen, komme ich noch mal her. Das ist ja fantastisch. Ich lade Sie, wie gesagt, auf alle Fälle ein, dass Sie im Sommer dann zu uns kommen und die Premiere von irgendeinem Stück, was wir irgendwo draußen spielen werden, an irgendeinem Zeitpunkt, wann wir Ihnen auch noch rechtzeitig vorher sagen werden, wann das ist, anschauen können. Also das freut mich wirklich sehr. Dürfen Sie mal eine Frau fragen, Herr Professor? Nein, ich schaue auch, dass ich wirklich komme, weil das ist auch eine schöne, entspannende Sache. Ihr macht euch viel Arbeit, es ist eine tolle Profession. Ich könnte das gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube nicht, dann muss ja auswendig lernen da. Das ist ja nicht ganz so ohne, kannst du nicht irgendwas erzählen davon. Jetzt ist das ja einfach. Und dann machen wir es umgekehrt, wenn ich dann da war, dann kommt ihr im Herbst mal in den Landtag mich besuchen, können wir auch mal ein bisschen Schauspiel machen. Perfekt. Wunderbar, dann vielen, vielen Dank für den Besuch. Alles Gute, viel Erfolg, gut durchhalten und gesund bleiben auf dem Weg und bis ganz bald. Ja, danke und vielen Dank an alle, auch hier, hat super geklappt, 3-mal geklingelt, bei 12 Fragen geht's, glaube ich. Nicht schlecht. Ja, und nochmal tolles grünes Outfit. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ciao. We'll be right back.